Hi und willkommen zu meinem Video. Entschuldigt, ich habe hier eine Rolle wegen meinem Hasen. Drum nicht beide Hände. Wartet, Sekunde. Willkommen zu meinem Video. Ihr hört ja noch, ich bin immer noch erkältet und aber mir geht es heute schon besser. Ich habe gestern. Also das letzte Video habe ich vorgestern aufgenommen und da dazwischen ist ja ein bisschen Zeit vergangen und ja, jetzt nehme ich schon andere Sachen. Und ja, und jetzt komme ich mit den besten Erkältungstipps um die Ecke. Und zwar müssen wir mal ganz kurz warten, Sekunde. Okay, ja. Ich kann euch jetzt nur sagen, was bei mir persönlich immer hilft und wodurch ich schneller wieder gesund werde. Und ja, also da wäre zum einen hier das Zeug, das nennt sich Gurgellösung, das Sonnenmoor-Gurgellösung. Ich weiß nicht, wo man es herkriegt, um ehrlich zu sein, weil in der Apotheke. Ich schätze mal, 90% von dem, was ich euch jetzt zeige, kriegt man in der Apotheke. Ja, auf jeden Fall diese Sonnenmoor-Gurgellösung, die ist unglaublich gut. Die haut jeden Keim, jeden Bazillen und jeden Virus durch. Und ich habe damit damals gegurgelt, als ich meine Weisheitszähne gezogen bekommen habe. Ich habe damit gegurgelt, als ich diesen fiesen Magen-Darm-Geschichte hatte. Meine Mutter hat damit mal da, den Novo weggekriegt. Also echt gutes Zeug. Kann man nur weiterempfehlen. Soll ich heute Abend mal vielleicht Gurgellösung nehmen? Oder Rachen so? Ja, ich glaube, das nehme ich mal, weil ich habe da echt so ein richtig. Es ist so richtig, bei mir sind es die Nebenhöhlen vor allem. Wenn ich nicht heiser bin, wenn es auf den Stimmbändern schleimt, dann höre ich mich sofort verschnupft an. Ja. Aber ich bin nicht Corona. Ich habe jetzt einen Test gemacht inzwischen. Ich habe kein Corona. Ich bin negativ. Jetzt kann ich es mit Sicherheit bestätigen. Ja, dann etwas, wo ich jetzt wirklich nicht. Also ich habe es vom Schrader. Tannenspitzensirup. Das ist einfach super fürs Immunsystem und auch allgemein ganz gut und hilft auch so ein bisschen. Schmeckt wie Hustensaft, wenn ich ehrlich bin. Also, vielleicht nehme ich davon nachher auch noch was. Wisst ihr, das ist witzig. All die Tipps, die ich euch jetzt gebe, die habe ich selbst noch nicht probiert dieses Mal. Deswegen. Wartet mal ganz kurz. Ihr habt vielleicht ganz kurz leere Kamera. Aber ich bin nicht nur erkältet, ich bin auch Mutter. Hallo, Schatz. Mal weiter, dann hole ich dein Spielzeug vom Ding runter. Okay. Und da komme ich zurück ins Bild. Ein weiteres sehr professionelles Video, Elena. Gut. Ja. Dann, wenn es so richtig, also das sind so diese Tipps, die ich gebe, wenn es so ein bisschen ist. Dann habe ich hier noch so Lutschbonbons mit Vitamin. Mit Abwehraktiv, die sind unglaublich lecker. Ich liebe die. Davon kann ich mir keinen schon mal rauslegen für später. Die sehen dann so aus. Das ist so ein bisschen wie Brause, aber auch im Licht. Ja, und es schmeckt echt gut und hilft so auch für die Abwehrkräfte und ja. Ist einfach ein nettes Bonus-Ding. Hier, möchte mal schnuppern. Okay, meine Nase findet es Muft, aber der weiß ja auch nicht alles. Ja, dann, was ich sehr liebe, ist Isla Mos. Gibt es auch in der Apotheke. Ist unglaublich toll. Also, ich mag das bei mir, wenn ich erkältet bin. Jetzt bin ich in einer blöden Situation. Jetzt muss ich mich entscheiden: nehme ich das aktiv oder das ist Isla Mos? Ja gut, ich nehme heute das Aktiv und morgen. Nee, ich nehme jetzt das Isla Mos und morgens Aktiv, weil da sind Vitamine drin. Und ich will nicht schlafen können. Also gut. Ja, auf jeden Fall Isla Mos. Oder wie ich immer so gerne bei meinem Papa den blöden Witz mache.
Ohne Islamose ist bei Erkältung nicht viel los. Es tut mir leid. Ich habe Daddy-Witze manchmal. Ich leide unter chronisch Daddy-Witzen. Fällt schon nicht auf, wie ich Islamose reinstopfe. Ja, dann, jetzt habe ich drauf gebissen, tut mir leid. Dann, was auch immer super hilft, ist Ukaluabo. Ja, davon nehme ich so. Holla, ich nehme gerade eine Überdosis, du weißt es gar nicht. Ja, da steht, man soll 30 Tropfen als Erwachsener nehmen und ja. Uiuiui. Gut, aber auf jeden Fall, das hilft auch immer sehr gut bei mir. Und zu guter Letzt, wenn es dann richtig hart und hardcore ist und Nasennebenhöhlen und so weiter und Züngung hat, Sinopret Forte. Aber meine Mutter sagt immer ganz, also dafür muss ich wirklich fett erkältet sein, so wie jetzt, dass ich das überhaupt nehmen soll. Und wenn mir einfällt, ich sollte ja. Kann ich jetzt schon raus? Nee. Das ist ein richtig schönes Video. So. Arznei mit dem Schlucken mit Elena. Vielleicht nenne ich das auch so. Ja. Auf jeden Fall. Damit geht es einem dann besser. Sinopret nimmt man 6 Tage und dann soll sich eine Besserung einstellen. Ich bin jetzt bei Tag 3 oder 2. Bin mir gerade nicht sicher. Und ja, aber ich merke schon, dass sich das hier löst. Also gestern Nacht hatte ich so Kopfweh, das war echt nicht normal. Und das war so, ich hatte immer erst hier gedrückt, so komplett alles und dann hier an der Stirn. Das kenne ich so eigentlich von mir nicht. Ja. Ah, was Lutsch vom Baum hilft. Ja, meine Oma sagt dann noch, man soll viel Tee trinken und Bonbons lutschen, damit die Schleimhäute abschwellen können. Das ist nur so die letzten Tipps, die ich für euch habe. Ja, das war eigentlich alles. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr macht, wenn ihr erkältet seid. Nasenspray bin ich nicht so ganz der Fan von, aber wenn dann mit sehr wenig Chemie und eher so was mit Salzlösung, also so Kochsalzlösungsartiges. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.redner@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.